Die wahre Grausamkeit ist diese verlogene Politik. Ab Neujahr mehr Steuern und Abgaben. Frau Merkel hat keine Kinder, Familie und Freunde. Deswegen will sie alles zerstören. Katastrophe. Schämen Sie sich. Aber Psychopathen kennen keine Empathie. Bill Ge Aids? Bill Aids? Convidas a la Dollars. Simulationszahlenfälscher. Die schlimmsten und gefährlichsten Viren sitzen in der Bundesregierung. Es gibt eigentlich keine Menschen, denen ich nichts Gutes wünsche. Eigentlich. Allen anderen bleibt gesund im Kopf. Wie bei Böhmermann wird bei Merkels Ansprachen keine Satire gekennzeichnet. Die Menschen wollen frei sein. Was hier passiert, reicht aus, um die BRD zu stürzen. Die Geimpften haben ein Gesicht, aber die Gesunden, die keine genveränderte Impfung brauchen, haben kein Gesicht? Danke für die Erniedrigung. Fuck you. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, der sich geimpft hat. Sehr heuchlerisch. Ich habe den Eindruck, die nehmen alle dieselben Drogen. Die Wirtschaft zerstört, das Land gespalten, Kinder traumatisiert, mehr Hungertote durch Lockdown. Alte Menschen mussten alleine und einsam sterben. Das ist zynisch und grausam. Spricht von Menschlichkeit. Das fühlt sich an wie Körperverletzung. Im ersten Satz schon Lügen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das schlimmste Virus sind Sie und Ihre Schergen. Sie sind eine historische Krise. Sie sind für Deutschland eine historische Herausforderung. Sie sind zynisch und grausam.